was bisher geschah. Yeah. Da komme ich eigentlich wieder vor. Ich kann es echt nicht glauben, dass wir einfach noch nichts gegen die Hacker unternehmen. Was sind wir denn für ein Verein, bitte? Du musst für mich einen alten Freund kontaktieren. Er gehört zu den letzten Developern, die es überhaupt noch gibt. Der Weg zu ihm ist allerdings sehr riskant. Moment mal. Den habe ich doch irgendwo mal gesehen. Ach, egal. Ich muss jetzt weg hier. Fiona gehört dem Phönix Widerstand. Warum hat sie uns angelogen? Warum? Soren, Herr Klaus, bitte verzeiht mir. Mein Kaiser, ich bringe neue Erkenntnisse. Mein alter Freund, erzähl mir vom Stand der Dinge. Mein Kaiser, Widerständler haben die heiligen Bitwas-Spiel gestört. Sie sind uns leider entkommen. Das ist sehr gut. Wirklich sehr gut. Aber mein Kaiser, wir haben versagt. Das ist nicht so schlimm. Auch du als mein treuster Berater weißt nichts im Vergleich zu dem, was ich so weiß. Ich habe für diesen Fall schon alles vorbereitet. Die Falle müsste bald zuschlagen. Aber das könnt ihr nicht machen. Ihr hättet mir sagen sollen, was ihr plant. Ich bin euer Berater und ich bin Kaiser Hacker. Herrscher aller Welten. Du hast Glück, dass du mein einziger Freund in diesem Krieg bist. Sonst hätte ich dich schon wegen Hochverrat zum Tode verurteilt. Ich habe doch nur meine Meinung. Schweig. Deine Meinung interessiert mich sonderlich wenig. Geh deinen Verpflichtungen nach und lass mich in Ruhe. Das letzte Versteck vom Developer. Wir sind angekommen. Was passiert, wenn wir ihm gegenüberstehen? Für ihn sind wir doch völlig fremd. Wird er uns überhaupt helfen wollen? Keine Ahnung. Er ist zumindest der Freund vom Doc. Er würde ihn wahrscheinlich nicht so einfach hängen lassen, oder? Hallo? Bist du der Freund vom Doktor? Hallo? Oh, heilige Makrele, wer seid ihr denn? Stehen bleiben, keiner bewegt sich von euch. Keiner rührt sich. Sagt mir, wer ihr seid. Verdammt, sagt mir, wer ihr seid. Immer mit der Ruhe. Wir sind Freunde vom Doc. Wir suchen nach seinen alten Kollegen, den letzten Developer. Was? Freund vom Doktor? Vom Doktor? Wir möchten gerne mit ihm reden, wenn du nichts dagegen hast. Mr. Creeper! Mr. Creeper! Mr. Creeper! Okay. Was für ein komischer Vogel. Mr. Creeper. Aha. Vielleicht dein Deckname? Wir haben Besuch. Wir haben Besuch. Ist das schon wieder einer deiner Scherze, Consolas? Diese Leute meinen, sie seien vom Doktor oder so, ja. Vom Doktor? Mal schauen, warum er seine Leute zu mir schickt. Das ist er wohl. Der letzte Developer. Was? Kommt mit und setzt euch. Ich wollte sowieso essen. Zeigen wir etwas Respekt und speisen mit ihm.
Es ist schön, mal wieder freundliche Gesichter zu sehen. Anscheinend seid ihr im Auftrag meines alten Freundes zurückgekehrt. Ja, der Doktor hat uns eine Wegbeschreibung zu Ihnen mitgegeben. Doch wieso euch? Wer seid ihr genau? Mein Name ist Fiona. Ich gehörte zum Phoenix-Clan. Einfach unglaublich, dass sie der letzte Developer auf dieser Welt sind. Der Phoenix-Clan? Mittlerweile haben sich wohl sehr viele Widerstandsbewegungen gebildet. Und Sie sind? Ich bin Herr Klaus. Als ich jünger war, habe ich schon von Ihnen gehört. Wahrscheinlich haben wir uns auch mal gesehen. Das kann möglich sein. Vor langer Zeit habe ich schon mal einen Creeper getroffen. Ist schon ziemlich lange her, es kann gut möglich sein, dass Sie das waren. Hehe. Und was ist mit ihm? Er scheint wohl die ganze Zeit still zu sein. Schläfst du etwa oder warum der heruntergekommene Blick auf den Esstisch? Mein Name ist Soren. Soren Rogers. Ja. Rogers? Heißt dein Vater zufälligerweise William? Ja, William Rogers. Moment mal, Mr. Creeper, woher kennen Sie meinen Vater? Dein Vater war ein alter Kollege von mir gewesen. Wir waren beide die bekanntesten Developer überall im Land. Er war Developer gewesen? Das wusste ich bisher noch gar nicht. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Wie geht es ihm denn? Theoretisch müsste er doch bei euch sein, oder? Er und der Doktor waren beste Freunde gewesen. Unpassendes Thema. Oh. Ich verstehe. Soren hat als kleines Kind seinen Vater verloren. Ein erbitterndes Schicksal. Kann ich euch vielleicht mit meiner neuesten Erfindung vertraut machen? Das muss ich euch unbedingt zeigen. Klar, gerne. Kommt, habt keine Angst. Sie haben also nach all den Jahren immer noch programmiert und neue Erfindungen erschaffen? Wirklich interessant. Ich sitze jetzt so lange hier in meinem Versteck. Wird ja auch irgendwann langweilig. Willkommen in meiner Kapsel. Ja, da habe ich noch keinen wirklich coolen Namen dafür. Vielleicht ergibt sich das ja irgendwann noch. Auf jeden Fall keine Angst. Wir werden jetzt nur eine kleine, aber feine Reise unternehmen. Eine kleine, aber feine Reise? Wovon sprechen Sie denn, Mr. Creeper? Verzeiht mir, wenn hier gleich alles wackelt, aber das ist ganz harmlos. Jetzt noch schön die Tür zu machen. Na dann, ab geht die Post. Regnet es hier? Huch, wo sind wir denn? Das ist doch die Hack-Unity. Ein Ort der Finsternis und Dunkelheit. Das ist einfach unglaublich. Sowas ist möglich? Willkommen im Jahre 2041. Ich selber kann nicht glauben, was so auf dieser Welt funktioniert. Wow. Mr. Creeper, Sie müssen uns unbedingt erzählen, wie Sie das geschafft haben. Wirklich, bitte erklären Sie mir das. Ich bin begeistert. Ich brauche ja irgendein paar Zeug, um einkaufen zu gehen. Gut zu wissen. Ein Schmuckstück hilft mir dabei, von A nach B zu kommen. Mr. Creeper? Mr. Creeper, Sir, sollen wir wirklich mit denen gehen? Wir reden gleich darüber, ja? Vielen Dank, dass Sie sich entschlossen haben, mit uns zu kommen. Der Widerstand braucht solche Leute wie Sie.
Wirklich? Ich brauche sowieso mal was Neues, von daher. Sie sitzen hier ja auch schon sehr lange. Muss ja nervig sein, hier auf ewig zu gammeln. Naja, zurück zum Thema. Unsere Anti-Cheat-Schutzfelder wurden komplett zerstört. Wir brauchen dringend neue. Der Doc meinte, Sie könnten uns dabei helfen. Oh. Sie sind wahrscheinlich eine große Bereicherung für uns alle. Mein Diener Consolas möchte mit mir reden. Gebt mir noch eine Sekunde. Das ist interessant. Wirklich interessant. Ich meine, wir kennen die doch gar nicht mal. Jetzt mal im Ernst, Mr. Creeper. Sie haben den Doktor lang nicht mehr gesehen, oder? Vielleicht hat er sich ja verändert. Vielleicht gehört er nun dem Syndikat an. Er könnte mittlerweile selbst ein Hacker sein. Naja, wir können trotzdem nicht ewig hier bleiben. Die Menschen dort brauchen unsere Hilfe. Egal ob Anti-Cheat-Schutzfelder oder nicht. Wir könnten so eine Person gut im Widerstand gebrauchen. Der Hoffnungsschimmer, vor dem alle gewartet haben. Keiner vom Hacker-Syndikat würde das jetzt erwarten. Natürlich. Können wir mal reden? Am liebsten alleine, wenn du verstehst. Wir müssen jetzt dringend reden. Bitte hör mir zu, okay? Fiona, ich denke mal, ich weiß, worum es geht. Alles, was vorhin passiert ist, habe ich ernst gemeint. Dann ist die Entscheidung wohl einfacher für dich. Entscheiden? Was meinst du mit entscheiden? Ich habe einen bestimmten Plan für alles. Was hast du vor? Willst du, dass wir beide abhauen? Wir können unsere Freunde jetzt nicht im Stich lassen. Außerdem müssen wir immer noch gegen das Hacker-Syndikat kämpfen. Nein, der Plan für eine bessere Zukunft. Wir gemeinsam in Harmonie und Frieden. Nach all den Frieden, den wir uns schon als Kinder erhofft haben. Ich verstehe nicht so recht. Was meinst du damit? Der Frieden existiert schon lange. Wir müssen nur das System dahinter akzeptieren, weißt du? Fiona, passt auf, hinter dir sind Hacker! Sie werden uns nichts tun. Wir werden von ihnen beschützt. Schon immer. Die Schutzengel, die unseren Frieden bewahren. Nein, nein. Der Doktor und der Developer sind eine Gefahr für den Frieden. Das muss hier enden. Du hast uns angelogen. Mich? Nein, auf keinen Fall. Ich werde niemals dem Bösen helfen. Sie haben schließlich meinen Vater auf dem Gewissen. Ich dachte, du weißt es. Hilfe! Fiona ist eine Verräterin. Das Hacker-Syndikat ist hier. Sie haben uns gefunden. Lady Fiona? Vor uns befindet sich der Developer. Laut dem Kaiser muss er zur Strecke gebracht werden. Aber lasst Sorin Rogers am Leben. Er wird auf unserer Seite stehen. Treuer Untertanen unseres Kaisers. Geheiligt sei Hacker und das Hacker-Syndikat. All die ganze Zeit ist sie ein Feind. Und jetzt sind sie alle hier. Zum Glück haben wir noch eine Backdoor. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als die Kapsel zu benutzen. Im Namen des Hacker-Syndikats, Sie sind verhaftet. Es gibt keine Hey, das können wir wohl auch vergessen. Es gibt nur noch eine Möglichkeit. Notfallprotokoll 1b. Wir müssen es wohl aktivieren. Zum Glück habe ich das eingebaut. Achtung! Das Notfallprotokoll 1b wurde aktiviert. Nutzen Sie bitte das Rettungsportal. Das ganze Areal wird in wenigen Minuten vollständig zerstört. Aufpassen! Ergeben Sie sich. Kommt ruhig her. G-
Geheiligt sei Hacker und das Hacker-Syndikat. Achtung! Ah. Das Areal wird nun komplett zerstört. Öffne deine Augen für mich. Du hast uns alle verraten und ich werde dir das nie verzeihen. Wahrscheinlich hast du so viel gesagt, ohne es zu meinen. So vieles getan, ohne nachzudenken und dabei so viel zerstört, ohne es zu merken. In 30 Sekunden. Meine Gefühle zu dir sind real. Wirklich. Aber ich wurde getäuscht. Soren, hier geht gleich alles in die Luft. Komm schnell in das Portal. Aber mein Vater, Kaiser Hacker, hat mich getäuscht. Lass mich hier nicht sterben. Ach, Soren. 7. Sie hat uns angelogen. Und das wird sie wieder tun. 5. Endlich wieder Mutter Natur. Bisher war ich nur mit meiner Kapsel in der Hack-Unity. Solch einen Ort wiederzusehen ist unvorstellbar. Es gibt noch einiges nachzuholen. Soren. Es tut mir so leid. Ich verspreche dir, ich werde es wieder gut machen. Du kannst es wieder gut machen, indem du mich in Frieden lässt. Aua. Du hast uns alle in Schwierigkeiten gebracht. Denkst du, ich vergesse, was du getan hast? So ein Pizza. Ich hätte dich zurücklassen können, aber ich habe auf mein Herz gehört. Mittlerweile frage ich mich, ob das überhaupt noch nötig ist. Denn du hast mich sehr enttäuscht. Das ist unser Wald. Wir müssen zum Doktor und über die Aktion hier berichten. Er wird sich nicht sehr freuen für Fionas Verrat. Eine Sache noch, Fiona. Ich habe dich auch geliebt. Ich weiß, meine Taten waren nicht richtig. Aber ich verspreche dir, Soren, ich werde sie wieder gut machen. Du weißt doch selber, wie man die Anti-Cheat-Anlagen reparieren kann. Wieso brauchst du meine Hilfe? Es gibt einen weiteren Grund, wieso ich deine Unterstützung brauche. Kann ich dir jemanden vorstellen? Doktor, was hat das hier zu bedeuten?